Oh, da sind wir wieder. Auftrag ausgeführt und im Zug. Hm. Hier ist anscheinend ein Brief für Jacob. Wohl aus dem. Henry hat aber schlechte Laune. Liebeskummer. Miss Frey! Ich habe ein paar Schilling gespart. Glaubst du, in der Bank sind sie sicher? Gucken wir mal, irgendwas noch machen können. Gucken wir uns mal des Amtsvergehens anklagt an. Was soll dieser Nonsens mit dem Passwort heute, um Lord Cardigan zu treffen? Entspann dich, ich hab's in der Tasche. Passt auf, Männer. Lasst niemanden ohne meine Genehmigung durch. Dieses Mal ist Cardigan zu weit gegangen. Ich würde Scotland Yard am liebsten selbst kontaktieren. Kommen Sie, Gentlemen. Ich dachte, wir wären uns einig, dieses niederträchtige Vorhaben abzulehnen.
Bin ich mal gespannt, was ich da tun darf. Balaklava. Natürlich, was auch sonst. Dass es so
Wenn es bei der Frage nur um den Gesetzesentwurf seiner königlichen Regierung und die Zusätze ginge, würde ich ohne zu zögern für den Gesetzesentwurf stimmen. Auch wenn er nicht in allen Aspekten meinen Vorstellungen entspricht, wie ein solches Gesetz auszusehen hätte. Effizienz. Earl of Himmelingfing. Bist wohl falsch abgebogen, Junge. Schöne Gemälde.
Scheiße aus dir raus. Schlag alle auf einmal zu. Verbrecher! Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen, sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe, denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten. Nimm deine Trophäe. Und mögest du daran ersticken? Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien. Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Gott schütze die Königin und das 11. Husarenregiment. Was für ein Arsch. Da haben wir doch jetzt zu oft eins auf die Nase gekriegt, aber die Mission sollte eingetütet sein. Hm.
dir deinen Schädel einschlagen. Er kann euch nicht alle besiegen. Du kannst dich nicht verstecken. Du wagst es? Ich schieße mein Loch in den Kopf. Ich hab den Bursche. Ich lass dich nicht aus den Augen. Ach du Scheiße! Doch schon, aber ich muss euch jetzt leider hier verlassen. An dieser Stelle. Alles okay? Außer dem Todeskommando hinter uns? Meinst du das? Verstärkung ist unterwegs. Warum tust du dir das überhaupt an? Ist nicht dein Job, Templer zu bekämpfen? Ich hatte diesen Kollegen. Er war der Sohn unseres Chefs. Zuerst mochte ich ihn nicht besonders. Alle behandelten ihn, als wäre er etwas ganz Besonderes. Ich dachte... Er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Er ging durch die Hölle. Und dann hat er uns gerettet. Also denke ich, ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen, aber ich kann versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Du bist ein guter Assassin. Gütiger Gott! Hallo. Lange nicht gesehen. Galina, endlich. Wir haben uns nicht gesehen, seit wir das Labor in Paris gesprengt haben. Ja, es gab viele Explosionen und du schriest wie ein Baby. Bishop sagte, Otso Berg sei hier. Ich töte ihn für euch. Super. Gut, wenn du Wache schieben würdest, lege ich mich hin und sterbe. Schlaf. Es wartet ein großer Kampf. Sean und Rebecca sind erstmal sicher, aber du musst immer noch das Tuch für uns finden. Ein Brief. Für mich? Oh, an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause und sagen bis zum nächsten Mal. Bye, bye.